Beim diesjährigen Spielefest der Stadtgemeinde Amstetten hat sich der Edlerpark in ein riesiges Spieleparadies verwandelt. Der Edlerpark war schon immer eine Grünoase für das Stadtzentrum und er ist immer belebt worden. Es hat also vor vielen Jahren tolle Edlerparkfeste gegeben, zunächst von der Feuerwehr, dann von der SPÖ Amstetten. Und seit die Schule in der Brandschremstraße als Volksschule und als Kindergarten benutzt wird, ist der Edlerpark der Freiraum für diese Schule und für diesen Kindergarten. Beim Edlerpark ist uns wichtig, dass es eine Grünoase ist, mitten in der Stadt. Ich finde, es ist einer der schönsten, wenn nicht sogar der schönste Park. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass man den Menschen zeigt, wie schön das ist hier. Und das Edlerparkfest trägt einiges dazu bei, weil es uns gelingt, möglichst viele Familien mit Kindern hierher zu bringen, einen schönen Nachmittag gemeinsam zu erleben und auf den Edlerpark als Grünoase und Erholungsraum aufmerksam zu machen. Jede Menge Action, Abenteuer und Spiele konnten nach Herzenslust ausprobiert werden. So etwa wurde Ferienlagerstimmung bei der Station der Pfadfindergruppe Amstetten ausgelöst. Die Faszination am Pfadfindersein ist die, dass wir in einer großen Gemeinschaft versuchen, den Kindern ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Es gibt die Möglichkeit, dass die Kinder riesige Abenteuer erleben. Wir versuchen, viel in der Natur zu sein. Wir bieten Möglichkeiten für Kinder jeden Alters. Also es können Kinder schon im Kindergarten zu uns kommen, aber auch für 16- bis 20-Jährige bieten wir noch abwechslungsreiches Programm und Möglichkeiten, gemeinsam die Freizeit zu gestalten. Wir treffen uns unterm Jahr, also immer wenn Schule ist, einmal in der Woche im Pfadfinderheim in Amstetten. Das ist in der Schulstraße, direkt im Spitalswald, also ganz in der Nähe zum Spital. Da haben wir einen super Platz mit einer großen Wiese, haben die Möglichkeit, jederzeit in den Wald zu gehen, aber auch das große Haus, das wir gut nutzen können für die unterschiedlichsten Aktivitäten. Zur großen Edlerpark-Spielfestfamilie gehört auch die Rotkreuz-Jugend. Wir haben alle zwei Wochen am Freitag im Bleibaktivzentrum unten unsere Gruppenstunde. Ja, kann jederzeit gerne wer kommen, ja, und sie anmelden bei uns. Wir suchen immer wieder neue Kinder, ja, und freuen uns wirklich auf jeden. Dass die ehrenamtliche Tätigkeit beim Roten Kreuz Spaß macht, zeigt das Engagement der kleinen Helfer. Hallo, hallo. Und wenn er nicht antwortet, tut man schauen, ob er atmet. Ja. Was macht man dann? Hoppala. So. Ja. Und schaut, ob man atmet, also Luft spürt. Und wenn nicht, muss man reanimieren. So. Ups. Kommst du an? Schau, da am Boden liegt ein Mikrofon. Mhm. Wie oft machst du das? 30 Mal. Wie macht das mit der Beatmung? Beatmung? Also man hat so ein Beatmungstüchel hoffentlich dabei. Man hält die Nase zu und überstreckt den Kopf. Und dann blasst man rein. Musikalisch ausprobieren konnte man sich auch bei den vielen außergewöhnlichen Instrumenten, die die Regionalmusikschule zur Verfügung gestellt hat. Sportlich austoben konnte man sich an der Kletterwand der Naturfreunde und die Bastelecke, die hat bei den Kindern Kreativität und Fingerfertigkeit herausgekitzelt. Ein rundum gelungenes Fest für klein und auch groß.